Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Groy, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Runde. Wir haben keine Quests leider gerade im Moment, sind aber auf Stufe 18 und spielen jetzt weiter im Ranked mit unserem Medi, mit unserem Flamewaker nochmal eine Runde. Mal gucken, ob wir hier jetzt nochmal ein bisschen was reißen können. Es ist ja jetzt in der längeren Runde, die wir gespielt haben hier, wie heißt es nochmal, in unserem Jubiläum, ist es ja relativ gut gelaufen mit dem Flamewaker. Da haben wir eigentlich ja so ziemlich jedes Spiel fast gewonnen, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und deswegen spielen wir jetzt noch eine Runde mit ihm, und zwar gegen Valera. Ich glaube, Medivh bringt uns ein bisschen Glück hier sogar an dieser Stelle. Okay, die Hand finde ich jetzt eigentlich gar nicht so geil. Die wollen wir eigentlich, obwohl, können wir mal behalten. Aber eigentlich sind es eher so die Late-Game-Karten, die man braucht hier mit dem Flamewaker. Außer man kriegt dann natürlich gleich auf die Hand. Jetzt ist es halt ein bisschen dumm gelaufen. Haben halt irgendwie nichts gezogen, was wir hätten gebrauchen können. Kein einzigen Minion. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr schwache Vorstellung hier. Ja, gerade wenn sowas hier rauskommt, das ist immer ein bisschen kritisch dann. Jetzt guck mal, Loot Horderer könnten wir rausspielen. Könnten aber auch hier jetzt einfach coinen und die Hero Ability benutzen. Auch wenn man das eigentlich eher selten macht. Wir machen das jetzt so. Oh, ich habe jetzt gerade echt schon gedacht hier kurzzeitig mal, das wird jetzt hier nichts. Wir mussten das jetzt leider machen, einfach weil wir hier jetzt erstmal nicht auf die Schnauze kriegen wollten. Wir hätten gern grün, fertig ganz schön hier und hier bitte in die Mitte treffen. In die Mitte. Ja, geht doch. Ja, auf Stufe 2, auf 2 Mana hat man natürlich sehr, sehr viele Optionen, die man spielen könnte. Ja, okay, der Goblin Bauer ist jetzt ein bisschen. Ich finde, das ist jetzt ein bisschen dumm gespielt hier an dieser Stelle von ihm, weil der ist halt eigentlich. Der ist eigentlich ganz praktisch, sonst wenn man den mit Ding spielt. Ich werde an dieser Stelle das Mirror Entity schon mal, Mirror Image rausspielen, weil ich nicht will, dass er uns 3 Schaden haut, weil ich habe so das Gefühl, das ist so ein Oil Rogue, der dann irgendwie auf Damage geht von seinen Waffen. Und das Ganze wollen wir natürlich hier nicht. Augen! Okay, hier, der ist jetzt natürlich auch ein bisschen dumm an dieser Stelle hier. Können wir aber alles hier klären. Wir haben genug Sachen hier auf dem Board. Das ist sehr, sehr schön, jetzt hier den hier noch zu haben. Jetzt müssen wir mal ganz kurz rechnen. Können gar nicht alles spielen an dieser Stelle. Schauen wir einfach mal, was wir hier Gutes kriegen aus dem Portal raus. Ah, wow, diesen komischen Knight. Spielen wir den jetzt noch oder nicht? Macht dann so. Ne, wir spielen ihn nicht. Jetzt gucken wir mal noch, was wir ziehen. An Flamewaker Line. Das ist doch schon mal sehr schön. So, wir werden jetzt. Er wird jetzt höchstwahrscheinlich unser Mirror Image hier einfach wegklopfen. Mit seinem. Entweder mit seiner Waffe oder mit seinem 1-2er. Er klopft ihn mit seiner Waffe weg. Hat jetzt auch ein relativ gutes Board, muss man sagen, dazu. Müssen langsam mal hier ein bisschen aufräumen. Aber das kann hier der Flamebreaker sehr, sehr gut, wie wir wissen. Spielen jetzt also mal hier den Mad Scientist raus. Könnten da noch inspiren. Wollen wir aber in diesem Moment nicht. Wir hauen einfach diesen Goblin Barber weg. Wir hätten aber. Wir hätten auch auf ihn spielen können. Jetzt gucken wir mal. 1, 2. Den kann er theoretisch killen mit seiner Hero Ability, wir spielen ihn trotzdem raus. Das ist einfach jetzt nur ein bisschen Kanonenfutter, wie man so schön sagt. Wir bräuchten den Kirin Tormage, das wäre jetzt eine ganz schöne Combo dann mit dem. Ah, oh, okay, er geht Face. Merkt also, aha, er kann gerade im Moment nicht so wirklich was gegen mich machen. Tötet jetzt wahrscheinlich meinen, Oh, Blade Fury ist natürlich an dieser Stelle jetzt sehr, sehr, sehr gut gespielt. Am Mirror Entity gekriegt. Das ist ganz okay. Wir müssen jetzt anfangen, hier Karten zu ziehen. Obwohl. Nee. Fangen nicht an, Karten zu ziehen. Müssen hier leider den Trade veranstalten. Hätten wir anders spielen müssen. Aber ist okay erstmal. Ich hoffe, mit seinen 6 Mana spielt jetzt irgendwas Krasses raus. Was uns vielleicht dann doch noch den Sieg bringen wird.
Der Rogue, der ist gerade schon ganz schön heavy, hey, muss ich ganz schön ehrlich sagen. Ja, okay, das ist jetzt nicht so die OP-Karte, die ich mir gewünscht hätte, aber es ist in Ordnung. Jetzt könnte wahrscheinlich noch diesen... Oh, okay. 5, 8, oh oh. Oh oh. 7. Shit, wir sind gleich tot. Und töte natürlich den hier. Ja. Und den auch noch, oder was? Ne, den schickt er nur zurück auf die Hand. Oh shit, das heißt, wir sind jetzt im nächsten Zug leider tot, wenn wir jetzt den Ding hier nicht wegkriegen. Come on, hier zwei rein. Nein, natürlich nicht. Und wir sind leider tot. Wenn er jetzt nicht irgendwie ein Taunt rausspielt, dummerweise, weil er hier nochmal angeben will. Ja, wir sind tot. Wow, da hat uns der Ding hier mal eben kurz fertig gemacht und unsere Windstreak verhambasselt hier und der Rogue. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall, dass wir gegen den Rogue verloren haben, obwohl es ja immer heißt, ja, Rogue ist nicht so die OP-Klasse und alles mögliche. Also auch gerade von mir, ich bin ja auch nicht so der Rogue-Spieler, aber ich finde ihn eigentlich ganz okay inzwischen. Ich muss auch mal wirklich sagen, ich muss jetzt langsam mal wieder anfangen, ein bisschen Rogue zu spielen. Weil man kann ja nicht immer nur mit denselben Klassen spielen und gewinnen natürlich. Spielen jetzt... Oh! Das ist natürlich sehr, sehr schön, hier auch noch gegen einen anderen zu spielen, der die den schönen Skin mehr oder weniger hier hat. Ich finde eigentlich die Anfangskarte relativ gut. Mirror Entity packen wir nochmal weg. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Mirror Entity. Boah, Junge, hey! Mirror Entity gegen Mirror Entity getauscht. Finde ich schon mal gut. Die gute Valera ist das. Ne, Valera war die Rogue. Wie hießen die nochmal? Es ist die Schwester von... Die Schwester von Sylvanas. Auf jeden Fall Windrunner war's. Mir fällt aber der Name nicht ein. Alaria? Kann das sein? Muss ich mal nachher im Video angucken. Okay, die Hunde... Klopft jetzt wahrscheinlich beide weg. Also würde ich an dieser Stelle machen, sonst würde er zu viel Damage fressen hier. Gibt uns dafür aber zwei Karten und zwar Ronin. The Awesome One. Okay, hauen wir das hier raus. Ist ein bisschen schade, dass wir jetzt hier gerade so viele Bullshit-Karten auf dem Board haben. Auf der Hand haben, wie zum Beispiel Mirror Entity und sowas. Die ganzen Secrets will man ja eigentlich mit dem Mad Scientist aufs Board rufen oder halt mit dem Kirin Tor. Aber das läuft ja gerade noch nicht so leider. Es ist, glaube ich, ein Midrange, so wie ich das gerade sehe. Er tradet sehr, sehr viel. Müssen wir mal gucken. Unstable Portal ist an dieser Stelle sehr, sehr praktisch, dass wir eine Kreatur hier auf jeden Fall aufs Board kriegen. Oh, wow. Faceless Manipulator. Really? Der würde uns von Nutzen sein, wenn wir unseren Dicken hier ausspielen. Unseren 5-7er. Oder um den jetzt zu holen. Auch wenn's... Oder den? Ja, das ist jetzt ein bisschen... Nice, wir haben den Flame Waker. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt gucken wir mal hier. Können wir jetzt... Komm, wir ziehen jetzt mal hier ein paar Karten. Flame Waker, sehr schön. Frostbolt, sehr schön. So können wir doch... So können wir weitermachen. Ich will jetzt aber den Mad Scientist hier haben an dieser Stelle. Einfach, dass ich ein Secret ziehen kann. Auch wenn man sich jetzt fragt, hä, es macht doch gar keinen Sinn, warum machst du das? Das hat schon seinen Sinn so. Okay, kann ich irgendwas zurück auf die Hand nehmen? Das heißt, im nächsten Zug habe ich 6 Mana. Kann ich also zack, zack, zack. Ja, perfekt. Kann ich jetzt also hier den Flame Waker spielen und noch 2 Spells? Das heißt, rein von der Theorie her müssten wir ein paar Sachen hier wegkriegen. Okay, er spielt sogar noch ein Secret dazu. Ich hoffe mal, es ist kein Snipe. Snipe würde uns an dieser Stelle ziemlich einheizen. Wir spielen jetzt den Kirin Tor Mage. Einfach nur zu gucken, ob es ein Snipe ist. Es ist kein Snipe, das ist schon mal sehr, sehr gut. Spielen jetzt den Flame Waker raus. Und hauen jetzt... Wir haben noch ein Mirror Entity im Ding. Das heißt also, wir machen jetzt hier den Counter-Spell an dieser Stelle. Haben dann den Elefant schon mal weggetradet. Machen dann jetzt hier so. Kriegen jetzt nämlich das Mirror Entity noch rein. Und beenden unseren Zug. Das war jetzt alles bedacht. Okay, im nächsten Zug können wir dann den Kirin Tor rein theoretisch allein durch den Angriff auf unsere Hand nehmen. Da würde er aber teurer. Wir könnten das Ganze aber auch anders machen. Wir könnten... Jetzt muss ich mal hart überlegen gerade.
Durch den Angriff könnten wir das Ganze machen. Oh, er spielt die High Main. Vielen Dank. What the fuck? Warum gibt er jetzt auf? Warum hat er an dieser Stelle jetzt aufgegeben? Man versteht es nicht, aber es ist in Ordnung. So, und damit bedanke ich mich mal auch mal recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare und vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Mein Name ist Scrawl, bis zum nächsten Mal, denn tschüss!